Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlustdesign. Hallo an alle deutschsprachigen Vadikapipi, an alle Thais, die zuschauen. Heute möchte ich euch ein Haus zeigen. Ich hatte euch ja versprochen gehabt, dass es noch was zu erzählen gibt zu dem Haus von meiner Schwägerin, die ja jetzt auch mit meiner Frau zusammen hier war. Hatte ich euch ja erzählt, dass ich da auf das Haus mal noch näher eingehen würde. Und ich nutze jetzt heute mal die Gelegenheit, euch das zu zeigen. Und zwar auch aus dem Grund, da mein Hund ein bisschen angeschlagen ist. Aber das werdet ihr dann im Mittwoch-Video ein bisschen mehr darüber erfahren. Ich kann gerade nicht viel machen, muss da immer mehr oder weniger zu Hause bleiben. Weil ihr wisst ja, die Hunde hängen an mir und dementsprechend kann ich immer nur kurz weg. Und deswegen wollte ich euch heute das Video über dieses Haus hier machen. Und zwar ist der Gedanke entstanden. Ich hatte da auch mit meiner Frau drüber gesprochen gehabt und eben ihre Schwester saß dabei, ob man eventuell unser Haus auf dem Land draußen als Ferienhaus mal vermietet. Und so ist die Idee im Prinzip von meiner Schwägerin auch gekommen, dass wenn sie in ihrer Abwesenheit hier nicht da ist, das Haus quasi sowieso immer leer steht. Und hatte mich dann gefragt, ob ich da, sage ich mal, für sie das Haus als Ferienhaus vermieten könnte, eben zu der Zeit, wo sie nicht da ist. Und so ist eben der Gedanke entstanden, dieses Haus hier eventuell an Feriengäste mal zu vermieten. Und ich wollte euch jetzt eben dieses Haus ein bisschen zeigen. Und vielleicht hat der ein oder andere Interesse, mal hier vorbeizuschauen. Das Haus ist zwei Häuser weiter von unserem Haus drüben. Wer da eventuell mal Lust hat, vorbeizuschauen, der kann das gerne mal tun. Das Haus kann quasi also gemietet werden. Und sie hat sich vorgestellt, das Haus, also das komplette Haus, für 2500 Baht zu vermieten. Das sind, müsst jetzt gerade nachschauen, aber denk um die 60, 70 Euro. 70 Euro wahrscheinlich müsste es sein jetzt mittlerweile pro Nacht. Und dafür möchte sie das Haus quasi komplett vermieten. Bis auf ein Zimmer, also ihr privates Zimmer. Das werde ich dann aber noch euch die Räumlichkeiten noch zeigen. Und ja, so ist der Gedanke da eben entstanden. Und ich möchte von dem Haus auch noch ein paar Fotos machen. Und dann werde ich das Haus sicherlich auch im Internet mal als Ferienhaus ausschreiben. Aber wer von meinen Zuschauern einfach mal Lust hat, hier vorbeizuschauen bei mir, der kann das dann gerne tun. Also die Räumlichkeiten stehen denn zur Verfügung hier. Preis eben 2500 Baht pro Nacht. Ihr könnt ja mal schreiben, ob das ein fairer Preis ist denn für das Haus. Ich zeige es euch ja jetzt. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ich denke, das ist okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an. Ich zeige euch ein bisschen das Haus. Tell me, plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older, put your head on my shoulder, and let's enjoy it.
ich würde sagen, ich fange mit dem Wichtigsten mal an. Weil wenn man denn hier ist, will man ja sicherlich auch selber mal kochen oder sitzen oder eventuell was im Kühlschrank legen. Hier in dem Haus ist auf jeden Fall soweit alles vorhanden. Ich zeige euch das jetzt kurz. So, hier seht ihr jetzt den Bereich von der Küche. Also da gibt es einen Essplatz mit 6 Stühle, einen großen Tisch. Dann gehen wir weiter. Da gibt es ein Spülbecken, halt klar, zum Abspülen. Dann gibt es einen Gasherd und einen Backofen dazu. Reiskocher, Wasserkocher, ist klar. Also das Haus ist auch ausgestattet mit, sage ich mal, Geschirr, mit Besteck. Also an dem soll es auch nicht fehlen. Es gibt einen Kühlschrank mit einem Gefrierfach. Also das kann auch genutzt werden dann. Dann gibt es eine kleine Bar, wo man sitzen kann am Abend, wenn man das möchte. Dann weiter, hier ist im Prinzip der große geräumige Flur. Dort ist die Eingangstür. Es gibt auch Wi-Fi in dem Haus, was genutzt werden kann. Dann gibt es auch einen Fernseher, wo man sich, die TV-Kanäle in Thailand anschauen kann. Dann noch eine kleine Sitzgelegenheit, um Fernsehen zu schauen, wenn man das möchte eben. So, und hier geht es zur Terrasse, zur Außenterrasse. Dort ist eben das private Zimmer von meiner Schwägerin, was nicht genutzt werden kann. Hier ist dann ein WC mit Dusche und ein Waschbecken. Dann hat es dort das erste Zimmer mit auch 2 Betten, die man sicherlich auch aneinander schieben kann, wenn man das möchte. Und hier ist nochmal ein Zimmer, auch mit 2 Betten, die man aneinander schieben könnte. Also ja, ich sag mal, eine Familie hätte hier sicherlich genug Platz. Dann zeige ich euch jetzt mal die Zimmer. Also ich gehe mal ins erste Zimmer rein. Das ist das erste Zimmer, das ist also auch sehr geräumig. Sind eben die 2 Betten. Dann ein großer geräumiger Schrank, den man dann nutzen könnte. Genau, also das ist das erste Zimmer. Dann gehen wir jetzt mal ins zweite Zimmer rein. Sind eben auch wieder 2 Betten. Das ist eben das Zimmer, was meine Schwägerin noch komplett neu eingerichtet hat in ihrer Anwesenheit hier. Ist auch ein sehr geräumiges Zimmer mit eben 2 Betten, auch ein Schrank, wo man den Sachen unterbringen kann. Genau, also das ist das zweite Gästezimmer. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Bad. Also da gibt es klar ein WC mit Bidet. Also mit der thailändischen Dusche quasi. Dann gibt es eine Dusche. Warm Wasser sollte eigentlich auch funktionieren, das ist auch vorhanden. Dann haben wir hier das Waschbecken mit einem Spiegel, also mit einem kleinen Schrank dazu, den man dann nutzen kann. Genau, das ist so eben das WC inklusive der Dusche. Dann gehen wir jetzt mal weiter noch auf die Terrasse. So sieht quasi die Terrasse aus. Ist ein schöner Tisch, angefertigt von einem Mönch in einem Tempel.
wo man dann auch abends sitzen kann und verweilen kann, wenn man das möchte. Ja, das ist auf jeden Fall die Außenterrasse. Also ihr seht, das Haus ist geräumig, ist gemütlich. Wie gesagt, zwei Häuser weiter, da ist unser Haus. Direkt neben diesem Grundstück hier ist der Neffe von mir. Und ja, also wenn ihr euch vorstellen könntet, hier mal ein, zwei Nächte zu verbringen, wenn ihr zum Beispiel nach Laos möchtet oder so, fahrt da eigentlich diese Richtung vorbei, dann könnt ihr das tun, könnt hier einen Zwischenstopp machen. Mich würde es tierisch freuen, kann ja der ein oder andere mal überlegen. Es gibt auch eine Waschmaschine, wo man waschen kann. Ja, was es nicht gibt in den zwei Gästezimmern, ist eine Klimaanlage, wobei meine Schwägerin da auch schon gesagt hatte, dass wenn es da wirklich Bedarf gibt und wenn es Familien gibt, die das wirklich mieten möchten, dann würde sie sogar auch überlegen, hier eine Klimaanlage in den beiden Räumen installieren zu lassen, aber das eben jetzt, ich weiß nicht, ob das ankommt, ich weiß auch nicht, wenn ich das auf diversen Webseiten publiziere, ob da Interesse besteht. Ich kann mir vorstellen, das müsste eigentlich funktionieren. Und eben, ich habe meiner Schwägerin dann auch gesagt, dann wart, bis sich das wirklich, sage ich mal, ein Thema wird. Wenn es da wirklich Gäste gibt, dann kann man da immer noch überlegen, eine Klimaanlage nachzurüsten. Ja, aber ich denke, nicht jeder hat doch gerne eine Klimaanlage. Also wir persönlich, meine Frau und ich zu Hause, haben keine Klimaanlage. Muss auch sagen, ich brauche sie nicht. Und ja, aber wie gesagt, die Möglichkeit bestünde, dass man hier eine Klimaanlage noch nachrüsten würde. Also das wäre auch da. Also es gibt warm Wasser, es gibt Strom, es gibt einen Fernseher, es gibt eine Waschmaschine, es gibt Wi-Fi. Es ist alles vorhanden, derjenige, der das möchte. Second hand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We till we're older, put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. When we started, our wishes aligned. We were like yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live and I learn? Tell me, plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older, put your head on my shoulder. Es gibt dann hinten zum Haus nach hinten raus auch noch eine kleine Terrasse, wo man sitzen könnte. Und ja, das würde ich sagen, zeige ich euch auch noch kurz. Das war jetzt eben die kleine Terrasse, die ihr gesehen habt. Ich würde sagen, ich zeige euch dann noch den Außenbereich, weil da ist ein wunderschöner Garten dran. Das ist ja der Garten, den ich mehr oder weniger auch noch ein bisschen mitpflege oder mitpflegen darf. Hab da genauso Freude dran wie bei uns zu Hause oder auf dem Land draußen. Hat sich da auch ein bisschen was getan in der Anwesenheit meiner Schwägerin. Sie hat mir das so quasi, sage ich mal, vorbereitet und hat gesagt, so hätte ich es gern denn immer. Jetzt weiß ich, wo das Ziel immer ist. Und da werde ich jetzt immer weiterhin dran arbeiten, dass wenn sie dann auch mal wieder kommt,
sie dann auch eine Freude hat. Und was die Spotlights und die UFOs, wo ich ja hier installiert hatte, angeht, da werde ich euch dann noch eine Nachtszene davon einblenden, weil da war ja auch der Wunsch von euch, dass ihr gern mal sehen möchtet, wie das Haus jetzt in der Nacht beleuchtet aussieht und der Weg und wie die UFOs funktionieren. Und da werde ich euch dann auch noch nachher eine kurze Szene einblenden. So, ich hatte euch ja noch eine Nachtaufnahme versprochen von dem Haus meiner Schwägerin. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn ich reinlaufe. Also so sieht es jetzt aus, ohne dass irgendwie Bewegung ist. Wenn ich jetzt loslaufe, sollten die eigentlich heller werden. Ja, habt ihr gesehen? Also das sind die Solar-UFOs. So sieht das jetzt aus. Die Spotlight. Also ich denke, es ist ganz gut geworden. Eben, da ist ja die Sitzgruppe. Da kann man jetzt eben schön sitzen am Abend. Hier eben die Spotlights an der Vorderseite vom Haus. Wenn wir jetzt nach außen gehen, ist die Seite. Da ist der andere Solar-UFO. Und da hinten auch. Und daneben hier die Spotlights. Also ich denke, ihr seht ja, der Garten, das Haus ist jetzt eigentlich ganz gut beleuchtet und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da denkt, ob das so okay ist. Ich bin der Meinung, das ist okay. Schreibt mal in die Kommentare. So, ich gehe jetzt nach Hause, will duschen und dann mache ich Feierabend. Im Außenbereich angekommen, zeige ich euch den Garten mal, also vorne vom Grundstück. Das ist quasi der Vorgarten. Hat zwei Phönixpalmen, habe ich neu gelernt, also Dattelpalmen. Dann ein Mangobaum, wo da ist. Also es hat ein paar Früchte da. Es gibt so ein kleines Betonrohr, wo so diese Boa drin sind, also die Lotus. Es gibt auch Blumen für alle Blumenfreunde. Hier ist quasi die Einfahrt, wo der Weg im Prinzip auch schön mit Blumen rechts und links gepflanzt wurde.
Dann gibt es eben hier die Sitzecke, die kennt ihr ja, die meine Schwägerin ja beleuchtet haben wollte von den Spotlights und von dem UFO. Hier eben das Haus. Hier eine Garage. Wenn ihr also mit dem Auto dann anrückt, könnt ihr quasi hier auch euer Auto unterstellen. Ja, also ihr seht, das Haus ist groß, geräumig, der Garten auch. Man kann hier sicherlich ein paar Tage sitzen, schlafen, genießen. Wer das möchte, sage ich mal, wo auch ein bisschen durch die Gegend gefahren werden möchte oder sowas, da mache ich mir auch noch Gedanken dazu. Ich könnte mich da anbieten, sage ich mal, mit euch irgendwo hinzufahren, wenn ihr irgendwas sehen wollt, was Spezielles. Kann man ja dann drüber sprechen, wenn ihr hier seid. Ja, wie das Ganze denn aber abläuft und so weiter, da muss ich mir selbst dann auch noch Gedanken machen. Aber ja, ich denke eben, es gibt ja genug Leute, die hier auch mal in den Laos fahren möchten oder so und das dann hier vielleicht mal als Zwischenstopp nutzen möchten. Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Also ja, wie gesagt, das Haus ist per sofort quasi zu vermieten, wer das möchte. Werde ich meine E-Mail dazu einblenden. Ihr könnt dann per E-Mail mit mir in Kontakt treten und dann können wir da per E-Mail alles Weitere besprechen oder können dann auch Telefonnummern austauschen. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch noch hinten den Bereich, könnt ihr da mal noch kurz rumschauen und dann gehe ich mal nach hinten und schalte dann wieder ein. Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We your head on my shoulder and let's enjoy the ride. When we started our wishes aligned, we were like yin and yang combined. Now the tables have turned, can we live and I learn? You tell me. Jetzt stehe ich hier hinten im Garten, also hinter dem Haus. Den würde ich euch auch kurz zeigen. Das ist quasi der Garten hinten. Hier gibt es also auch genügend Früchte. Es gibt Mangobäume, es gibt Passion Fruit, es gibt die Dragon Fruit. Hier eben links das Grundstück gehört dem Bruder von meiner Frau. Und eben rechts dort ist der Neffe. Hier seht ihr nochmal die Terrasse von hinten. Ja, also ich denke, also ich sage es mal so, wenn ich so ein Angebot bekommen würde, hier mal ein Ferienhaus zu mieten, ich würde das Haus sofort mieten. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber denkt, ob ihr das mieten würdet, ob der Preis auch so okay ist. Wenn das ja,
Würde mich freuen, wenn ihr da wie immer fleißig in den Kommentaren schreibt. Ich bin eben der Meinung, das könnte gut funktionieren. Deshalb habe ich da auch meine Schwägerin gefragt, auch jetzt gestern nochmal gefragt, willst du das wirklich tun? Sie hat gesagt, ja, mach das. Ja, und so ist jetzt eben die Idee entstanden, das Haus zu vermieten. Und eventuell findet sich ja jemand, wie gesagt, ich werde noch Fotos machen und die dann auf diversen Webseiten hier publizieren und das Haus quasi als Ferienhaus versuchen zu vermieten. Und wenn ihr jemand wisst, der eventuell Ferien machen möchte in Thailand, vielleicht auch Richtung Laos eben, dann könnt ihr da auch gern meine E-Mail-Adresse weitergeben. Mich würde es freuen und ich denke meine Schwägerin auch, weil so kann das Haus auch genutzt werden in ihrer Abwesenheit. Und ja, ich würde sagen, ich gehe noch mal rein, dann sprechen wir da noch mal kurz und dann sehen wir uns gleich. Ja, also dann würde ich das Video jetzt hier so langsam beenden. Das wird eben mein Sonntagsvideo werden. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass das jetzt kein so ein spektakuläres Video wird oder irgendwas Spezielles wird. Ich war euch ja aber dieses Video auch noch schuldig, beziehungsweise ich habe das ja mal angedeutet gehabt, dass ich darüber ein Video mache. Das ist für mich jetzt ganz praktisch, weil eben ich kann mich nicht weit weg bewegen bezüglich Coco. Werde jetzt auch nachher da gleich wieder rübergehen und schauen, was er wieder angestellt hat. Muss dann auch seine Wunde noch versorgen, aber wie gesagt, dazu erfahrt ihr dann mehr am Mittwoch. Ja, ich denke, deswegen wird das jetzt hier, das Sonntagsvideo wahrscheinlich nicht so lang werden. Das sehe ich dann, wenn ich es schneide. Erfahrungsgemäß sage ich das öfters, dass meine Videos kürzer werden und werden dann eher doch wieder Richtung 30 Minuten, aber jetzt schauen wir mal, wie lang das Video wird. Wenn es kürzer wird, dann denke ich, ist es für euch ja positiv, wenn ich mal ein bisschen weniger gelabert habe. Und eben, deswegen würde ich sagen, schreibt mir einfach in die Kommentare, schreibt mir rein, ob ihr das Haus mieten würdet oder ob ihr vielleicht sogar Interesse habt, das zu mieten. Dann kann ich da sicherlich was in die Wege leiten. Oder wie gesagt, wenn ihr jemand wisst, der hier Ferien machen möchte und mal gerne in den Laos fahren möchte, der kann das gern tun, kann hier einen Zwischenstopp machen. Ich sage es nochmal, das Haus möchte meine Schwägerin vermieten für 2500 Baht pro Nacht. Und es ist alles vorhanden. Es gibt, wie gesagt, einen Fernseher, es gibt Wi-Fi, es gibt eine Waschmaschine, eine Dusche, es gibt warm Wasser. Es gibt einen Herd, also einen Gasherd, es gibt einen Backofen, es gibt einen Kühlschrank. Es ist wirklich alles vorhanden. Derjenige, wer da vielleicht mehr Informationen möchte, der kann mich da, wie gesagt, auch gern anschreiben. Die E-Mail-Adresse werde ich euch dann nochmal einblenden. Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse auch in der Videobeschreibung drin. Und ja, ich würde jetzt dann hier das Video beenden. Ich sage trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ihr braucht keine Angst haben. Ich gehe jetzt nicht unter die Immobilienmakler oder Ferienhausvermieter. Also es wird sicherlich noch mal ein Video in die Richtung kommen, aber auch da lasst euch überraschen. Da bin ich auch noch in Gesprächen, aber ich werde da sicherlich nicht irgendwie hier zum, sage ich mal, jemand, der hier Werbung macht für irgendwelche Ferienhäuser. Das ist alles aus der Familie raus entstanden durch die Gespräche. Und von daher braucht ihr da keine Angst haben. Ich werde hier nicht durch die Gegend reisen und euch irgendwelche Häuser vorstellen, die es zu vermieten oder zu verkaufen gibt. Das ist jetzt hier mal eine Ausnahme. Also es kommt noch mal ein Video, aber da lasst euch überraschen. Das wird später irgendwann mal kommen. Und ja, es wird dann nächste Woche sicherlich wieder ein anderes Video geben und von daher würde ich mich trotzdem freuen, wenn euch das Video gefallen hat.
würde mich natürlich freuen, wenn die neuen Zuschauer meinen Kanal abonnieren. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn geliked wird, kommentiert wird und geteilt wird. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall dennoch an dieser Stelle jetzt einen schönen Tag. Ich werde, denke ich, noch einen schönen Abend haben, werde den Abend noch ausklingen lassen, meine Hunde versorgen, werde Coco versorgen. Und wenn das denn alles getan ist, muss ich mir nur überlegen, was ich mir zu essen mache. Aber ja, das lasst immer meine Sorge sein. Ich habe ja Tomaten und alles da. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund, wie immer, da draußen. Und passt auf euch auf. Und wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Und bis bald, bis zum nächsten Video. Das kommt ja dann bald, das Garten-Update wieder. Da werdet ihr, denke ich, auch wieder Freude haben. Also. Bis dann, euer René aus Thailand. Macht's gut. Second hand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older, put your head on my shoulder, and let's enjoy the ride. Yin and yang combined. Now the tables have turned. Can we live?